Hallöchen. Da heute die Ramo Live jetzt bis jetzt nicht online gekommen ist, werde ich heute wieder eine Solo-Schlacht machen. Ich kann ja nicht ewig warten und hat ja bloß geschrieben von 12 bis 13 Uhr und da schon halb ist, eine halbe Stunde den Stream anzuschmeißen, das wäre dumm. Werde ich jetzt ein bisschen Solo-Action machen. Und eins noch vorweg. Sollte einer im Stream meine Bude angreifen, den werde ich heute über die ganze Map jagen. Der wird heute keine ruhige Minute haben. Ich sag's nur vorweg. Klar? Ich sag's wirklich nur vorweg. Weil ich habe keinen Bock, dass meine Bude angegriffen wird. Und ich hier rumsitze. Und mir das aufbaue und meine kleinen Spastenkinder. Tut mir leid jetzt mit den Spastenkinder, aber muss sein. Ich habe nämlich letztens meinen privaten Charakter reingemacht und da hat ein Level 14er meine Bude angegriffen und mein Zeug zerlegt. Das muss doch nicht sein, oder? So. So, jetzt werden wir schön viel Spaß haben. So, Charakter habe ich schon eingestellt, dazu mehr. Und spielen. Entschuldigung. Das heißt, okay, den krieg ich auch nicht weg, ey. Das wollt ihr dann morgen und Mittwoch sehen. Schreibt mal in die Kommentare. Wollte gerade sagen. So. Hat doch Nachwinkelhaare. Hä? Okay. So, dann gucken wir mal. Wenn man nämlich auf den Server ist, können die einfach in die Bude rein. Ja, das finde ich nämlich bescheiden schön. So, nein. Da. Fünfzig.
Kann ich doch zerlegen, oder? Kann man was reparieren? Also. Jetzt habe ich einen grünen Kopf. Ja, gucken wir mal. Wer hängt denn hier so alles? Ayo, Gigant bist du groß? Nee, natürlich nicht. Nicht. Hola, Roma. Es sind aber wenig hier, oder? Was ist denn das? Das ist das Bergwerk? Müsste sein, oder? Haben wir denn genug? Okay. So. Essen und Trinken müssen wir uns noch besorgen. Na, links. Kann ich jetzt einen Baumstamm untersuchen? Echt jetzt? So, in welche Richtung? Da, in die Richtung. Was ist das denn da überhaupt? Ach so, das ist das. Eine Maulwurfsratte. Haben wir denn? Wir haben doch hier noch nie eine Maulwurfsratte, oder? Oder täusche ich mich da? Alles leer hier. Naja, und ich bedanke mich an 71 Followers und einen Abonnenten. Danke, 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 danke. Klappe. Was ist denn mit Scannen? Da ist nichts mit Scannen. Hey, was ist denn das? Hier nicht.
Komm. Put, put, put. Hierher, Hündchen. Ja. Aber auf diesem Server ist ja alles vorbei. Das ist schon alles weg, oder? Was ist denn? Wieso ist denn da so ein komisches Zeichen jetzt an der Seite? Haben die da schon auf den Blödsinn eingebaut? Tja, und man kann jede Mauersorte nehmen, man muss ja nicht unbedingt dahin latschen. Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schalten die Aufseher aus. Sobald sie in die Ruhe sind, müssen sie den Server neu starten. Lass mich in Ruhe mit deiner blöden Belohnung. Da müssen wir natürlich noch eine Sicherung und eine Blutprobe eines Wolfes. Ja, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Und wo soll der Weg der Aufseherin sein? Na, wir holen uns erstmal die Sicherung. Aber wir können erstmal essen. Machen. Na komm. Was soll das? So, jetzt haben wir erstmal essen. Es war nicht meine Art, hier quer über das Feld zu rennen, aber... Was ist das? Warum ist so ein komisches Zeichen dran hier? Zum Untersuchen. Okay, Wohnung. Was ist das? Schatten. Mal ganz kurz gucken. Da ist eine Straße lang. Die, oder? Da vorne müssen wir links, wenn eine Abzweigung kommt. Na
Okay, voll. Man kann doch bestimmt das Magazin erhöhen, oder? Ah, die Mod müssen wir erstmal lernen. Oh. Das ist ein Holzstamm. Hä? Oh. Ich rechne jeden Moment, dass hier Mutanten auftauchen. Da liegt ja jemand. Einladung eines Kultisten, werte Glaubensschwester, lass uns um Mitternacht zur geheimen Kultstätte gehen, um zum heiligen Mottenmann zu beten. Ich glaube fest daran, dass wir ihn mit unserer Hingabe und deiner Schönheit dazu bewegen können, uns mit einer Erscheinung zu segnen. Allein der Gedanke daran erfüllt meine Seele mit Wonne. Wirst du dich mir anschließen? Augenbottenmodell. Was ist denn hier? Werter Glaubensbruder, ich nehme deine Einladung mit Freude an. Auch ich möchte im Mondenschein zum heiligen Mottenmann beten. Allerdings besteht mein Vater darauf, mich zu begleiten. Er sagt, ich sei noch zu jung, um mich allein in die Nacht zu wagen. Ich wünschte, er würde mich mein eigenes Leben führen lassen. Ich bin schließlich kein Kind mehr. Tja, hat man ja gesehen, wo es hinführt, wa? Mottenmann. Heiliger Mottenmann. Oh Mann. Oh Mann. Lass mich raten. Verbrannt in der Kirche. Was? Oh Mann. Ihr habt doch echt Probleme. Gerade ihn angezählt. Ich guck mal, ob ich hier hochkomme. Ich weiß ja, dass ich bei so einer Biegung rum muss. So, das war links. Über die Brücke lang? Was? Schnauze!
Ach, Mann. Oh, jetzt habe ich hier wieder. Klappe. Meine Fresse. Hör doch langsam die Schnauze dicke hier. Was? Hat da noch jemand, oder? Was? Was ist das? Schlampe. Du kannst nicht so gut schießen. Das war eindeutig ein Scharfschützengewehr. Ich glaube, ich spinne hier langsam. Halt, das war zu viel. Was ist das? Ich werde die Abschlussstelle zusammen mit den Einheimischen untersuchen. Diese Stadt steht am Rand des Untergangs. Und dieser Absturz könnte uns über die Schwelle stoßen, egal ob es Überlebende gab oder nicht. Warte. Okay. Ich warte. Oh. Oh ja. Nein. Nachklammer. Da, 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 da. Ich wollte eigentlich auch nicht looten. Säcke. Wenn sie gekrochen kommen, dann kommen sie gleich richtig gekrochen. Was ist denn jetzt schon wieder? Stimmenzähler. Warte, Zigaretten. Okay.
Meine Fresse. Ist doch schlimm, ey. Okay, falsche Richtung. Schnauze jetzt. Kein Bock mehr. Hey, mir erschreckt ein Vogel am Fenster, ey. Meine Fresse. So. Fresse, du Schlampe! Oh doch! Kleiner Affenarsch! Meine Güte, entschuldige die Wortwahl, aber die hing mir dermaßen auf den Piss hier. So, hier müssen wir rein, oder? Schlüssel erforderlich. Oh Gott. Was ist denn? Na komm, ich nehme mal mit. Dann müssen wir noch einen Schlüssel finden, okay. Könnt ihr mal aufhören. Kommt denn hier schon wieder her hier? Ich hab doch ja alles ausgelöscht. Meine Fresse. Ich hatte eigentlich für WLAN ein Jagdgewehr und Dings drin gepackt, aber naja. Was ist denn? Habt ihr irgendwelche Zuckungen hier?
Könnt ihr mal die Klappe halten? Bin gleich bei euch und dann jetzt ab hier. Schlüssel erforderlich. Was? Hab das Balle. Okay, wir brauchen Schlüssel. Wo kann man denn die komische Mine rein? Hab ich hier irgendwas übersehen? Aber wir gucken mal. Oh, wir müssen. So. Kommen wir auch irgendwie von unten rein? Das so. Das ist so das Schwierige hier. Abgekochtes Wasser. Ich muss. Ah, das ist der Ball mal wieder. Abgekochtes Wasser machen. Also hier muss, Was? Noch irgendwo welche, die Schnauze nicht voll genug haben, mir auf den Sack zu gehen. Da drin ist normal. Sind nicht noch hoch oder so? Ja. Mach die Drecktüre zu. Bitte was? Dir gleich einen Massenausbruch. Aufgrund von Überbelegung und der für die Versorgung lebender Gefangener nötigen Logistik ist der sofortige Einsatz tödlicher Gewalt gestattet. Das scheint ein Problem mit dem visuellen Erkennungssystem des Wärters zu geben. Bitte was?
In Ordnung. Okay. Damit macht man mehr Schaden. Geil, dass ich die Ausrüstung habe. Geil, Lomato, schöne Ausrüstung. So. Was ist denn? Ah, da. So, Nummer 1. Hier ist ein Laden. Wenn nicht hier irgendwo ein Schlüssel rumliegen? Kein Schlüssel? Echt nicht? So, dann gucken wir mal, wo muss man hin? Ja, wir könnten es einbauen. Ja, das machen wir mal. Sind zwar wieder alle da, aber egal. So. Oh, dass man sich nicht bewegen kann. Tja. Mensch. Eine Pumpgun kommt dann, wenn ich eine haben möchte. Dann muss ich wieder runter. So, dann brauche ich bloß noch ab, beweg dich. Ja.
bist echt so dumm. So, wir sind Stufe 11. Der schaut da weg. Was hat denn der für ein... für eine Waffe. Ja, 50, cool. So, wo müssen wir lang? Ist nach unten. Wo geht's nach unten? Scheiße, ich habe keinen Weg nach unten. Du haust nicht ab. Das war eine Krankenschwester. Gibt's denn hier keinen Weg nach unten? Ja, schön runterspringen. Macke, Alter, schreck ihn doch nicht so. Ich hab dir gesagt, du hast keine Chance, Kumpel. Nein, nicht doch raus, Junge. Komm, lade schneller. Leute schlafen sonst ein. Klappe! Den ausschwärmenden Ungeziefer. Bei Grabungen in diesem Bereich sind wir auf einiges an Zeug gestoßen, das gut ausgerüstete Mitglieder mit dem entsprechenden Training bergen können. Zivilisten sollten sich fernhalten, solange die Glocke läutet. Das sieht doch was nach unten. So.
Bin ich schon drinne? Dann brauche ich bloß rüberlaufen. Ein Dorsch heute wie eine Bergzicke. Halb zwei muss ich dann Feier machen hier. Ja, ich muss meine kleinen Schwesterchen abholen heute. So, oder da, welche Richtung ist denn das? Das müsste. Nein? Die Richtung. Richtig? Ja. Dann geht's ab. Ich habe das Gefühl, als ob mir einer folgt. Sieht aus wie ein Controller da, was daneben ist. Mir reicht doch ein toter Wolf. Ich kenne die Scheißviecher. Ich hatte das Vergnügen schon mit meinem Privatcharakter. Die ziehen ganz schön viel, die Scheiße hier. So, gucken wir mal. Kommt her, ihr Scheißviecher! Na komm! Erstmal heilen. So. Und schon haben wir die Scheißviecher. Und jetzt müssen wir die Missionen hoffentlich ändern. Ja, das ist mein anderer Charakter, mein da privater. Da spiele ich eine Frau. Und das Lager von ihr wurde angegriffen. Ein kleines Spastenkind. Tut mir leid, ich sage nicht, dass alle Spastenkinder sind, aber wer anderen immer alles kaputt machen muss, um besser dazustehen oder sonst irgendwas. Oder wenn der Neid spricht. Der ist für mich ein Spastenkind, tut mir leid. Soll er das hier besser machen? Und er denkt, er kann es besser. Mm.
danach könnt ihr euch gleich noch die Wiederholung angucken. Die mache ich dann an. So, ich habe mich jetzt hier durchgekämpft. Hier ist ja keiner mehr. Von wegen, hier ist keiner mehr. Aber hier dürfte keiner sein. Komisch, warum ist denn da so ein komisches Zeug? Ich habe irgendwas. Ein paar Jagdgewehre werde ich dann in Dings packen. So. Hallo, hier spricht Dr. Claire Hass. Wenn du das hörst, hast du meine Arbeit vollendet und dich geimpft. Als nächstes musst du herausfinden, ob die Feuerteufel, unsere antiverbrannten Elite-Einheit, noch leben. Stationiert sind sie in der Feuerwache Charles. Die Feuerteufel müssen erfahren, dass der Impfstoff bereit ist. Falls sie es nicht geschafft haben, brauchst du ihre Waffen, um zu überleben. Aha. Okay. So, dann haben wir doch Feuerwache Charleston gleich, da sind wir doch schon. Hey, die ballern ihn weg, ey. Könnt mir auch ganz gar kostenlos gerne folgen, falls ihr den Blödsinn hier mit angucken wollt. Und wenn ihr Twitch Prime habt, könnt ihr mir ganz kostenlos einen Sub da lassen. So. Das ist die Feuerwache. Wo kann man, noch mal hin hier? Und wo? Und hier? Typisch, jetzt ist zu.
soll man hier machen? Alter, wer ist das? Na mach, du Idiot! Na mach! Du Affe! Na mach! Penner! Du wirst ja dann gesucht, nicht ich! Idiot! Na komm! Komm, du Spinner! Du bist jetzt gerade auf dem Film! Aber... lass mal's mal, wa? Komm! Idiot! Mehr hast du nicht drauf? Na komm! Na los! Na komm! Du Affe! Du bist so dumm in der Birne! Was ist das denn schon wieder hier? Da wollte mich heute verarschen. Ist das Rüstung? Das hat mir alles geklaut. Ja, ist mein Schrott geklaut, der Wichser.
Was meine ich? Es sind einfach nur dumme kleine Kinder. Oh Mann, ey. Dummen kleinen Spastenkinder, ey. Gehe ich noch mal. Knallt mich dieses Spastenkind weg. Ich den Server zerstören hier. Das ist der Kindergarten. Oh, ein Mixer, ey. F1, F2, F3, F4, F5.
Moment. Ich hab mir jetzt keinen so ein Spasti, ey. So, und wo ist das? Wo sehe ich das? Otto hat sich gleich verpisst, ey. Scheiß Kopf, du hier dann noch. Naja, erstmal zum Lager. Dann nehme ich Schluss für heute, weil mein Kleiner kommt gleich. Tut mir leid, dass ich so ausfallen wurde, aber die kleinen Spastenkinder, die anderen den Spaß verderben. Man muss doch nicht jedes Mal PvP machen. In diesem Spiel kann man es machen. Aber wenn die wenn die kleinen Spastenkinder unbedingt PvP machen wollen, dann sollen sie Call of Duty, PUBG oder sonst irgendwas spielen, aber nicht das hier. Also da sind die zu dumm dazu für das Spiel. Tut mir leid. Ehrlich gesagt. Habe ich auch kein Verständnis dafür. So, ich muss ja noch was anlegen. So, hinten kann man reparieren, ne? Okay. Kannst du irgendwas herstellen? Munition. Spasti, ey.
Hab ich denn bessere Tür? Ja, stimmt, der hat mein ganzes Holz, das Arschloch. Toll. Da hat man schon gar keine Lust mehr. Toll, ich hatte über 100 Holz. Das ist doch ein Wichsspiel, echt ey.
Oh Mann, ey. Der scheiß Controller, ey. Komm doch her, du Hure, Mann. So, tja. Was haben wir denn da? Ach ja. Oh, jetzt haben wir kein Holz mehr. Danke, du Arschloch. Sollst du es jemals sehen? Das Video. Und ich schwöre, wenn ich dich noch einmal sehe, ich hack dir den Kopf ab. Oder trinken. Gott, ey. Dem hier scheiß Vogel. Das nächste Mal gucken wir mal, was wir hier erledigen. Ja. Komm, mach. So, dann würde ich sagen, das war's für heute. Mal gucken, ich glaube, morgen werde ich jetzt nicht zocken. Werden wir sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und tschüss.